Leute, wir sind zurück aus der Winterpause. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2018 gekommen. Wir starten richtig durch und zwar mit dem Gewinner des goldenen Lenkrads 2017, den neuen VW Arteon. VW Arteon so viel Technik und so viele schöne Details, die müssen wir uns einfach nochmal gerade angucken. Diese Front ist wirklich ein Hingucker. Die LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht fügen sich fließend in die markante Front ein. Zusätzlich ist unser Modell mit dem Dynamic Light Assist ausgestattet. Mit diesem ist man in der Lage, ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h dauerhaft mit Fernlicht zu fahren, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Dieser Arteon ist ebenfalls ausgestattet mit dem Spurhalteassistent, der weiterentwickelten automatischen Distanzregelung ACC, dem dynamischen Kurvenfahrlicht und dem Parklenkassistent, aber dazu später mehr. Und mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 563 Litern steht dem nächsten Urlaub nichts im Wege. Ihr habt gesehen, wie schön der neue VW Arteon von außen ist. Jetzt ist es Zeit, eine Runde zu fahren. Wir haben hier das Cockpit vom Arteon, alles digital, das super große Touch-Display mit Gestensteuerung, mit der Hand einmal Switch nach rechts, Switch nach links und sehr hochwertig verarbeitet. Da ist eine Glasfront aufgezogen, also es ist wie ein ganz hochwertiges Tablet. Auf dem Active Info Display werden alle wichtigen Sachen angezeigt, Geschwindigkeit, Drehzahl, in der Mitte das Navi, alle Sachen auf einen Blick, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich zeige euch jetzt mal die Features, die mich wirklich beeindrucken. Es ist zuallererst der Line Assistant. Das Auto scannt permanent die Seitenlinien von der Straße ab. Wir sind immer mittig der Straße. Was ich auch wichtig finde, ist, wenn das Licht leuchtet, heißt das, irgendwo in unserem toten Winkel fährt ein Fahrzeug und wir sollten nicht die Spur wechseln. Das ist sehr, sehr hilfreich, auch gerade in der Stadt. Auf der Autobahn kann ich nur jedem empfehlen. Der Arteon kann man mit dem Emergency Assistant ausstatten. Diesen finde ich sehr wichtig, weil stellen wir uns mal vor, der Fahrer wird ohnmächtig, hat keine Kontrolle mehr über das Auto. Der Arteon hat dann die Funktion, mit dem Emergency Assistant das Auto sicher auf den Standstreifen zu fahren und abzubremsen. Und das kann wirklich Leben retten. Kommen wir zu den zwei coolsten Features, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Und zwar ist das die weiterentwickelte automatische Distanzregelung ACC. Damit können wir dem Auto vorgeben, wie schnell es fahren darf. Und der hält die Geschwindigkeit auf den Punkt genau. Wir können die Geschwindigkeit etwas erhöhen oder halt niedriger schalten. Das ist, ich sag mal, eigentlich wie ein Tempomat, nur weiterentwickelter. Dadurch, dass die Sensoren vorne in der Front des Autos auch das vorausfahrende Fahrzeug erkennen können und somit, sage ich mal, die Geschwindigkeit anpassen an das vordere Fahrzeug, sollte die stark bremsen, wird auch der Arteon abgebremst. Wir suchen uns nochmal gerade ein Plätzchen, wo wir das Schätzchen hier einparken können. Und dann zeige ich euch nämlich mein zweites Highlight, und zwar der Parklenkassistent. Und der ist super gigantisch. Wir haben ein Plätzchen gefunden, wo wir parken können. Wir gehen hier auf den Parkassistent. Der scannt diese Parklücke ab. Und dann heißt es nur noch Rückwärtsgang rein und loslassen. Und das Auto parkt ein. Bremse betätigen. So. Einmal den Gang nach vorne wechseln. Lenkrad dreht sich wieder ein. Und leicht nach vorne. Und wir stehen drin. Gigantisch geil. Also wirklich, das ist Technik.
die begeistert. Das war's mit dem Atheon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und schaut auch bei Instagram rein. Ciao.